Sam, ich habe gehört, jeder wollte diese Rolle. Wie haben Sie sie bekommen? Ich war am billigsten. War das der einzige Grund? Daran lag es. Es hatte nichts mit Talent oder Können zu tun. Nicht auch, weil Sie George Clooney kennen? Ich habe Nacktfotos von ihm mit Tieren. Deshalb habe ich die Rolle bekommen. Apropos George Clooney, wie war es, mit ihm zu arbeiten? Ist er ein strenger Regisseur? Clooney ist sehr smart und sehr talentiert. Und er hat viel geleistet. Er war gut vorbereitet. Er ist ein außergewöhnlicher Regisseur. Sie sind ein Glückspilz. Sie haben mit zwei tollen Frauen gearbeitet. Drew Barrymore und Julia Roberts. Very sexy. Wie finden Sie die beiden? Beide sind sehr schöne und sexy Frauen. Das kann man nicht abstreiten. Sie haben bereits bei Charlie's Angels mit Drew Barrymore zusammengearbeitet. Ja, wir haben bereits unsere Erfahrungen miteinander gemacht. Es war gut, dass wir uns schon vorher kannten, denn wir mussten hier ein paar schwierige Szenen drehen. Und die Chemie zwischen euch scheint zu stimmen. Ja, definitiv. In Confessions sind Sie nackt zu sehen, so wie George Clooney in Solaris. Hat Sie das Überwindung gekostet oder war es keine große Sache? Es ist kein großes Ding. Die Geschichte klingt unglaublich. Glauben Sie alles, was Chuck Barris in seinem Buch geschrieben hat? Ich neige dazu, das meiste zu glauben, aber ich weiß nicht, ob alles wahr ist. Wenn Sie eine Autobiografie schreiben würden, gibt es irgendetwas, was Sie zu beichten hätten? Keine bösen Sachen? Nein, ich behalte alles für mich. Hat sie diese Rolle in Hollywood weitergebracht? Ich denke, ein wenig schon, hoffentlich. Es hat geholfen. Was machen Sie als nächstes? Ich habe einen Film mit Nicolas Cage gemacht, Matchstick Man, bei dem Ridley Scott Regie geführt hat. Der wird bestimmt gut ankommen. Ich bin jedenfalls total begeistert. Thank you very much.